Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Pokémon Sammelkartenspiel Online. Mein Name ist PokémonTutorialTV und ich werde euch heute durch diese Folge hier geleiten. Ja, letztes Mal haben wir ja mit dem neuen Deck gespielt, mit Toxicroak und Glibunkel. Das ist unglaublicherweise schief gelaufen. Ich weiß gar nicht so recht, woran das gelegen hat. Ihr könnt es nochmal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt. So, jetzt würde ich mal sagen, wir machen heute mit fliegende Faust weiter. Ihr kriegt sie, keine Sorge, nicht in die Fresse. Aber hoffentlich der Gegner kriegt sie mitten in die Fresse rein. Weil ich finde persönlich, dieses Kampfdeck ist mir sogar noch besser gelungen als mein Wasserdeck. Und das soll schon was heißen. Ich finde, es kann in vielen Situationen doch relativ stark werden und die Tatsache, dass es halt auch immer, ja sag ich mal, verstärkt wird in dem Sinne, also dass man immer Verstärkungskarten ziehen kann oder Muskelband oder ähnliches, ist einfach toll an dem Deck und ich hoffe wirklich, dass wir das auch so gut hinbekommen. Ja, du hast keinen Basisbaum auf der Hand, meinetwegen, ist mir doch egal. Ich kann Basisbaum gleich ziehen, wenn du willst. So. Leider darf er jetzt mit Yanma hier anfangen. Und er hat zwei Yanma. Ich werde jetzt einfach mal drauf schließen, dass das das Deck ist mit habe vier Karten auf der Hand und dann füge dem gegnerischen Pokémon mehr Schaden zu. Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Das könnte sogar gut möglich sein. Drei Yanma. Ist schon verdächtig. Nein, die Hand war so gut. Die Hand war so gut. Nein. Nein, die Hand war so gut gewesen. Shit. Ah, okay. Gut, damit muss ich jetzt leider Gottes leben. Und die Hand ist denkbar scheiß. Was ist denn das für eine Karte gewesen? Revitalisierer habe ich noch nie gesehen. Das ist das vierte Yanma, was er gerade auf seiner Hand hält. Und ich will nicht sagen, er hat immer noch nicht den ersten Zug beendet. Nach zwei Minuten gefühlt bin ich jetzt auch mal im Zug. So, das können wir nehmen. Das können wir nehmen. Dann werde ich einmal drehen. Verwirrung, ne? Wunderbar. Können nicht von Verwirrung betroffen werden. So, ich werde jetzt einmal noch endspielen. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber gut. Was soll ich hier großartig machen? So, da haben wir auf jeden Fall Tränenpost. Da werde ich mir mal angucken, was noch kommt. Ein Megafon. Und einmal Conny. Ich glaube, Conny können wir ruhig mal auf die Hand nehmen. So, das. Das. Zug beenden. Ich könnte ja fast wenden, er entwickelt jetzt zu Yanmega weiter. Also zu dem Yanmega, wo vier Handkarten sind. Ach ja, Waldergrosengewächse. Waldergrosen Nerven. Er hat einen Hyperball. Er hat einen Hyperball. Der Chaosturm ist weg. Und das heißt konsequenterweise aus, ich kann durch kochende Wut wieder verwirrt werden. Und da kommt es, Yanmega. In dem Deck ist übrigens die Itemkarte Fahrrad sehr nützlich, weil da kann man nämlich genau vier Handkarten, also bis zu vier Handkarten ziehen. Das ist immer so der Moment, wo ich denke, okay, wahrscheinlich kommt jetzt genau die Karte N. Da hat er genau den Kampfverhandler auf der Hand, okay. Da hat mir jetzt Conny absolut überhaupt nichts gemacht. Ich ziehe schon wieder so denkbar schlecht. Mensch, das ist Kinder, das kann nicht normal sein. Okay. Wieder mal kommt das zweite Yanmega. Wupp, 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 wupp. Achtung. Wupp, 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 wupp. Jetzt mach. Wupp, wupp, wupp. Oh, Menschenskinder. Das Problem ist, es hat noch nicht mal Rückzugskosten, das Pokémon. Ich könnte so kotzen. Ich könnte so kotzen.
Okay, ja gut. Er kann, ja. Jan, oh nein! Ja, nein! Ach du Schande, ey. Gut, wir können wenigstens 200 Schadenspunkte machen. So, wir können wenigstens 200 Schadenspunkte instant machen. Das ist toll. Das ist schön. Das ist herrlich. So. Zwei Kampfenergien. Ich werde die normale Kampfenergie an mein Machomai anlegen. Jetzt habe ich Machomai gesagt. Ne, jetzt habe ich nicht Machomai gesagt. Hört es euch auf Bukewiege an. Normalerweise heißt es Machomai. Ich sollte mich echt an die offizielle Aussprache des Bukewiki einfach knallhart halten. So, ich habe N. Soll ich N auf die Hand nehmen? So, das reicht auf jeden Fall. Resistenz 200. Warum nicht? So, da haben wir Jan Mega wenigstens besiegt. Und dann kommt das zweite Jan Mega. So, er hat nur zwei Karten auf der Hand. Das heißt, er braucht irgendwie eine Möglichkeit, hier vier Handkarten zu ziehen. Aber ihr könnt schon definitiv wetten, dass das hier auf jeden Fall mit seiner letzten Handkarte passieren wird. Ich komme noch nicht mal zu der Möglichkeit, meinen Gedankengang noch fertig auszusprechen. Das wäre ja nett, aber auch zu viel verlangt. Jetzt. Dün, dün. Er wird doch wohl noch eine Handkarte spielen können. Ne? Der Revitalisierer. Aber selbstverständlich. Und da ist schon wieder dieses Jan Mega. Ich fasse es nicht. Menschenskinder. Ich bin bei Null. Ich bin bei Null. Ich fasse es nicht. Ich bin einfach bei Null. Das ist unglaublich. So, dann machen wir hier mal Kampfhalle. So, dann ist wenigstens dieses blöde andere Drecksding da weg. Warte mal, ich ziehe mit dem Angriff 100 Schadenspunkte ab, ne? Ja, ich ziehe leider genau 100 Schadenspunkte ab. Aber, meine Damen und Herren, ich kann ja noch auch den Endspielen. Hey, was du schon kannst, kann ich schon lange. So, mal gucken. Troy und Tausch. Interessant. So. Nee, wir bleiben mal einfach bei Zellsturm. Resistenz 80. So, irgendeine Karte würde doch wieder gezogen haben, die hier mir alles vermasseln wird, oder? Ach, dieses Jan-Mega-Deck ist auch echt nervig. Momentan liegen wir noch hauchdünn in Führung. Nee, wir liegen hauchdünn zurück. Wir liegen ja auch nun zurück. Heieiei, Trainerpost. Lass mich raten, Revitalisiere? Ich könnte fast Kampfverdichter. Warum zum Teufel will er den spielen? Was hat er schon wieder vor? Vor allen Dingen sein Name, Epsilon 1000. Wieso heißt er so? Oh, als hätte ich gerochen, dass er diese beschissene Handkarte auch auf der Hand hat. Übertreib! Der spielt nur mit Janma! Der spielt nur mit Janma! Ich fass es nicht. Ich fass es einfach nicht. Der spielt nur mit fucking Janma. Er hat immer noch nicht den Scheißzug beendet. Beende doch endlich mal wenigstens den Zug. Wald der großen Gewächse. Ich brauche keinen Wald der großen Gewächse. So.
Das ist so eine denkbare Scheiße, Leute. Unglaublich. Was zur Hölle soll ich hier überhaupt machen? Ich werde mal gucken, was für eine andere sinnvolle Unterstützerkarte ich hier noch ziehen kann. Ja, komm. Hat das Resistenz? Es hat eine Resistenz. Also es macht... Leute, es macht 80 minus 20, ne? Ne, es macht 100 minus 20. Dann reicht das ja. Och, Leute. Ich denk schon wieder viel zu viel nach. So, ich werde Demeterus ausrüsten. Passt auf. Ich mache jetzt einmal... Zellsturm. So, das heilt mich wenigstens so weit auf, dass ich hier mich ein wenig retten kann. Was soll ich denn dazu noch sagen? Senior und Junior, meine Damen und Herren, was wird er sich wohl ziehen? Irgendeinen Revitalisierer? Und noch was. Wir werden übrigens die Handkarten nicht sehen. Das ist nämlich bei Senior und Junior so der Fall. Nimm sie auf die Hand. Mische dein Deck anschließend. Also da steht nichts von, zeige sie deinem Gegner. Es darf eine Wundertüte sein, was er wieder auf der Hand hält. Ach, dieses wunderbare Jan Mega. Da gab es noch nicht mal eine Mega-Entwicklung, da hieß es schon Mega. Ob man sich das bei Nintendo nicht anders gewünscht hätte mittlerweile. So, die Pokémon werden sich jetzt natürlich alle wunderbar entwickeln. Da ist ein weiteres Jan Mega auf der Bank. Okay, wunderbar. Ich darf ein Pokémon nehmen, er darf sich ein Pokémon nehmen. Das finde ich nicht toll, weil das natürlich Jan Mega sein wird. Und wahrscheinlich Jan Mega Turbo. Dieses Deck ist richtig... Ich kämpfe echt in letzter Zeit gegen sehr ausgeklügelte Decks, muss man sagen. Also, am Anfang, so wo ich mit dem TCGO angefangen habe, da war das noch nicht mal so der Fall gewesen. Ich glaube, er wird aber noch mal entwickeln, weil warum würde er es sonst auf die Hand genommen haben? Er muss nur eine Karte spielen und er spielt schon wieder Revitalisierer. Es ist zum Brechen. Und er kann hier einfach angreifen, weil er genau 4 Handkarten hat. Unglaublich. Unglaublich, was in diesem Part des TCGO abgeht. Krass. Einfach nur krass, Leute. Er hat 11 Karten im Deck. Das ist so der einzige Hoffnungsschimmer, den ich persönlich im Moment habe. Ich werde jetzt auf jeden Fall versuchen... Ich werde jetzt auf jeden Fall versuchen, hier noch einige Energien anzulegen. So, ich versuch's. Ist mir nicht gelungen. So, dann können wir... Nehmen wir unser letztes zur Garde auf die Hand. So, ein Mama mächtiger Aufruf, der macht immerhin 40 Schaden. So, und den legen wir an das andere Zirgarde an. Das andere bleibt mir hier im Moment nicht übrig. Ich war immer so tricky gewesen und habe ein Pokémon genommen, was nur eine Preiskarte bringt. Leute, wenn ich hätte verwetten müssen, dass jetzt diese Karte auf seiner Hand ist. Ich hätte 20 Euro drum wetten sollen. Schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig. So.
Dann werden wir jetzt einmal was machen, um ihn jetzt endlich mal ein bisschen aus der Reserve zu locken. So, ich werde jetzt nämlich endspielen. Und das ist die Gelegenheit, wenn er jetzt nichts zieht. Wenn er jetzt nichts zieht, habe ich gute Karten. So, es war auf jeden Fall nützlich. So, mach mal Muskelband hier noch. Und Bodengewalt. Hopp, jetzt muss es einfach sitzen. So, und jetzt wird's spannend. Es hängt alles davon ab, was für Handkarten er hat. Ich muss ihn auf jeden Fall irgendwie hinhalten. Mein Angriff macht 140 im Moment. Senior und Junior. Es ist unglaublich, mit welcher schon fast Eleganz er hier vorgeht. Offensivdonner? Warum hat denn das so viel abgezogen? Ey, ich will gucken, warum da... Jetzt genehmigt mir dieses Spiel, noch nicht mal den Effekt dieser Karte einzusehen und noch nicht mal das Deck meines Gegners anzuschauen. Also, ich fall so in letzten zwei Folgen, bin ich so ziemlich auf die Schnauze gefallen, was ich bezüglich meines Decks so gesagt habe. So nach dem Motto, mein Deck ist unfehlbar. Natürlich ist es nicht unfehlbar, aber dass ich gleich zweimal auf die Fresse fliege, ist, verwunderlich. Ja, ich meine, mit dem Kampfdeck habe ich eigentlich jetzt nur positive Erfahrungen gemacht. Aber hey, Hochmut kommt vor dem Fall, sagt man so schön. Oder die eigene Frau trifft einen auch mal gern selbst ins Gesicht. Das habe ich jetzt zwar erfunden, aber hey, hat er auch weiter großen Gewächse oder so, weil der Pflanze normal Pokémon im Deck hat? Oder was wird das jetzt hier? Komm, ich muss doch endlich mal mit diesem Deck auch mal wieder gewinnen. Das kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein, dass das jetzt auch einmal nicht mehr funktioniert. Dass das Meta sich geändert hat auf einmal, von dem ich nichts mitbekommen habe. So. So, da haben wir das und da haben wir das. So, dann machen wir fertig, fertig. So. Weberak, okay. Trainerpost. Älter oder Karte? Ach so, Elixier. Hier, Elixier. So, Kampfenergie. Ja, vielleicht den Pokémon ist besser. So, jetzt habe ich leider nur noch Marks Balltrick auf der Hand. Das ist ein bisschen schlecht gelaufen für mich. Ich würde sagen, N wäre ganz angebracht, lieber Ronny. 4, 6, 5. Bitte tue deines Amtes. Levelball. Komm, Ariados, sei so doof und nimm Ariados auf. Er nimmt Weberak auf die Hand. Ich kann den Leader von Team Flair nicht mehr sehen. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Treu. Passt auf. Passt auf, was jetzt kommt. Pass einfach auf. Oh, Prof. Platan. Die Energie hat er sich gleich erspart. Das ist natürlich gut, weil so behält er die Energie auch gleich im Deck. So. Dann kann ich jetzt endlich Zellsturm spielen. Und immerhin kriege ich Weberak. Damit haben wir die erste Preiskarte genommen. Es ist eine Kampfenergie. Es ist eine Kampfenergie. Ja, das ist natürlich toll. Und das ist Gewandro EX und Panzeron und Viridium. Ah, Kopf. Kopf, 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 Kopf. So. 7 Tage, 7 Köpfe, meine lieben Freunde. Die Sendung gab's mal. Warum trägt übrigens Weberak Muskelband? Stimmt, weil er es sonst auf den Ablagestapel hätte legen müssen. Schlafgift.
Ich wäre ganz glücklich, wenn ich den Chaos-Turm ziehen würde. Hyperball. Was kommt jetzt? Ariados. Okay. Kampfwander braucht Platan. Hey, und den kann er auch spielen. Stift. Stift, kannst du weit fliegen oder nicht weit fliegen? Wie kann man nur so einen Turn hinbekommen? Wie? Ich fühle mich derbe verarscht. Schwäche 60. Komm, mach Kopf. Oh, ich hab mich aber schon auf Kopf gefreut. Es ist zum Mäusemelken. Ohne Spaß. So, dann können wir... Ja, dann nehmen wir das auf die Hand. So, und dann können wir Zellsturm einsetzen. Schon ein bisschen assi, oder? Wenn das aktive Pokémon deines Gegners von einem speziellen Zustand betroffen ist, dann... Ja, dann hast du ein Problem. Tierno, ziehe drei Karten. Das ist Shaminex. Ich finde es echt beeindruckend, gegen was für Decks wir kämpfen müssen. Schwäche 300. Warum auch nicht? So. Ich überlege gerade. Ja. Wäre ganz nützlich, wenn wir es so rum machen erstmal. So. Ist natürlich jetzt eine gute Frage, wie es wir machen. Ich tausche auf Rokara. Und tricke dann mal mit meinem Bällchen. So. Allee. Ja, Juwelenkraft halt, ne? Zieht 40 ab. Beeindruckend, oder nicht? Ja. Dass das jetzt natürlich passieren würde, war klar gewesen. Was nimmt denn auf die Hand? Was nimmst du auf die Hand? Pokémon Center Dame, fick dich ins Knie. Das muss ich einfach mal sagen. Ja, hopp. Achso, ich kann mich nicht zurückziehen. Oh. Es trägt ja Muskelband. Habe ich ja ganz vergessen. Ups. Stimmt, da war ja was. Machen wir so. Oh. Das war übrigens sehr dumm von mir gewesen, ja. Das war wirklich dumm von mir gewesen. Jetzt kann ich mich auch selbst mal selbst an die Nase fassen. Pff. Komm, Kampfenergie. Ha, ha, ha. Wenn ich ihn nicht brauche. Ach, das war so doof. Stift, flieg. So, bist geflogen.
Ei. Was mache ich nur? Was zum Henker mache ich nur? Regirock hat auch eine Pflanzenschwäche. Das einzige Pokémon, was den Angriff überhaupt übersteht, ist Machomai. Ist Machomai. Unglaublich. Ja, und ich bin vergiftet, jo. Warum auch nicht? Gewaltruiex fügt ja jetzt 300 Schaden zu, sobald ich das noch in Erinnerung habe. Ja. Das war... Ich hätte den Brief vom Professor nehmen müssen. Ja gut, das war jetzt auch mein Fehler gewesen. Das war jetzt auch mein Fehler gewesen. So, dann machen wir einmal Karte. Wir machen Muskelband an Machomai. Spielen N. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich wirklich noch habe, hier um wirklich was reell zu reißen. So, dann machen wir das. Haben nochmal N gezogen. Ich kann diese Folge nicht mehr in Worte fassen. Ich kann es nicht. Ich rechne ja schon so förmlich mit so einem Prof Platan oder sowas. It's in the air. It's in the air. Komm. Komm, mach irgendeinen Zug, den ich... Irgendwas mit ziehen. Garantiert. Er hat wenigstens ein Muskelband bekommen. Das muss man ihm erlassen. Okay. Kopf. Oh, Zahl. Das ist einfach nur krank. Warte mal. Das ist... Das Problem ist... Ey. Ich muss ja eigentlich das Gift runterkriegen, ne? Oh Gott. Ich werde auf jeden Fall Chaos-Turm spielen wie rum. Bringt mich dafür um. Ich mach's Gift lieber. So. Jetzt mach ich nochmal N. Tausch! Ach! Ja. Ich bin aufgewacht. Er hat Prof. Platan gezogen. Wie kann man zur Hölle nochmal Professor Platan ziehen? Wie? Alter, es ist ein unglaubliches Glück, was der Gegner hat. Es ist unfassbar. Funktioniert nicht. Ja, und jetzt? Ein Griff? Er muss auch nachdenken. Ich bin ja beruhigt, dass ich nicht nur die ganze Zeit nachdenken muss. Gut, er kann hier nochmal versuchen.
Geht aber nicht. Zahl. Ich habe ein weiteres Mal Floridis gezogen. Passt auf. Ich muss jetzt auf jeden Fall rechnen. 100. 100 Schadenspunkte, 110 Schadenspunkte, ne? 110 Schadenspunkte. 110 Schadenspunkte. Macht 150. Einmal 110. Wenn ich einen Kampf oder ein Muskelband noch dazu nehme, habe ich auf jeden Fall. Mehr. So, ich gebe die Kampfenergie diesem Pokémon. Dann habe ich jetzt 100 Schaden. Ich muss sie aber irgendwie Macho Mai wieder zurückrufen. Ja, ich werde wahrscheinlich auf jeden Fall Conny spielen. So, ich habe 80 Schadenspunkte, die er mir zufügen kann maximal. 80 Schadenspunkte, selbst mit einem Giovannis Intrige reicht das hier nicht mehr aus. So, ich werde Conny spielen. Mit Conny werde ich mir Regirock auf die Hand nehmen. Welches Item nehme ich mir jetzt? Warte mal, ich hab... Ich bin doch blöd. Nimm doch den Tausch. Nimm doch den Tausch. Weil ich... Ich kann doch die kochende Wut einsetzen und der Gegner kann hier seinen Karten nichts mehr machen. 180 Schadenspunkte. Das reicht auf jeden Fall aus. Kann jetzt hier zwei Breite... Ja, es wird. So, und das hat eine Elektroschwäche. Oh, ich habe eine Tatsache vergessen. Hundertzwanzig? Nein! Es reicht! Das habe ich wohl vergessen! Das reicht. 120 statt. Shit! Ich wusste, irgendeinen Haken hat's! Ach, Mensch. Duell versemmelt. Okay, gut. Duell versemmelt. Aufnahme ewig lang. Wir kommen hier absolut nicht zu Flambirex ran. Es ist unglaublich. Tango Inferno ist in weite Ferne. Es tanzt von uns weg. Wollte ich jetzt noch loswerden. Sammlung. Wir wollten ja noch ein paar Booster Packs öffnen, habe ich gehört. Zumindest machen wir jetzt mal hier noch zweimal Schicksalsschmiede auf. Ropsch. Ritsch. Ritsch, ritsch. Zweimal Schicksalsschmiede öffnen wir. Ihr könnt natürlich gerne Booster-Packs senden, damit ich die während der Folge aufmache und so, ne? Deswegen, wir kriegen ja nur gute Karten in Booster-Packs. Gute Karten! Gute Karten! Sag mal, jedes Mal, wenn ich das sage, dass wir gute Karten dazu kriegen, kriegen wir bei Schicksalsschmiede dieses Relaxo mit herumwälzen. Okay. Und natürlich, meine Damen und Herren, was nicht fehlen darf. Weißes Kyurem. Okay, lassen wir das. So, ich glaube, das wird schon wieder nix. Heieiei. Was zum Teufel ist mit dem Meta passiert? Habe ich irgendwas verpasst? Also irgendwie will nicht so in den letzten zwei Folgen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. War auf jeden Fall am Ende doch immer ein bisschen spannender geworden, als ich mir das gedacht habe. Wenn ja, wenn es euch gefallen hat, liken und halben nicht vergessen. Ich bin jetzt aber erstmal weg und sage bis dann, servus und ciao, meine Freunde des Pokémon-Universums.